My men know the meaning of sacrifice. There is but one punishment for traitors. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Ranked gegen anscheinend Enthüllungs Nilfgaard. Ey, wir spielen nochmal die Spionchen und das ist wirklich eine ganz grottige Starthand, die ich eigentlich nicht haben will. Die Briganten will ich nicht haben und den Briganten will ich nicht haben. Rainfarn noch gezogen. Alba! Ist in Ordnung, okay. Alba. Ich weiß nicht, also sie ist... Okay, das ist nicht wirklich schlimm. Ich habe jetzt nicht noch die Möglichkeit, einen zweiten zu spielen. Also einen zweiten Enforcer. Ich muss wieder ein bisschen ruhiger denken. Was will ich spielen? Ich glaube, ich würde erstmal mit dem M hier anfangen. Zellach nutzen. Zellach nochmal ausspielen. Und noch einen zweiten Enforcer nehmen. Das Problem ist natürlich, dass ich dadurch seine Alba-Kavallerie immer so ein bisschen buffe, aber es sollte dennoch machbar sein, relativ gut Punkte jetzt rauszuholen. Ich kann noch zweimal die Karten ausspielen, ich kann noch zwei Emissaries ausspielen, ich habe meinen Zellach wieder, ich habe einen Emissary auf der Hand, danach müsste ich die sozusagen wegschießen. Der Sechser-Golem im Deck gefällt mir nicht so, weil das wäre jetzt die Karte, die ich mit Rainfarn rausholen würde. Okay, er arbeitet mit einer Sklaveninfanterie. Das ist natürlich blöd für mich. Gucken wir mal. Zack, zack. Noch einen Schützen. Das gefällt mir relativ gut. Das heißt, ich kann mich jetzt in Ruhe um seine Alba-Kavallerie kümmern. Ich müsste einen wegschießen, wobei ich habe noch die Möglichkeit, mit Zellach einen nachzuspielen. Ne? Von daher lasse ich das mal. Das ist in Ordnung soweit. Ich kann nächste Runde immer noch einen wegschießen. Das ist vollkommen klar. Es sind anscheinend Soldaten. Nur ich weiß nicht, was er sonst noch für Karten spielt. Er lockt einen von meinen Karten. Das ist interessant. So. Jetzt kann ich noch einen Emissär spielen. Und mit dem Emissär kriege ich noch einen Emissär. Mit dem Emissär kriege ich jetzt einen Briganten. Das ist relativ gut. Das heißt, ich schieße mal einen Emissär weg. Und ich schieße mal sein Novizen weg. Und ich schieß mal... Ach, ich kann noch zweimal schießen. Dann schieße ich mal noch die Sklaveninfanterie an. Okay. Jetzt haben wir langsam so diesen Knackpunkt erreicht, wo die Wende kommt. Ich frage mich immer noch, warum er Morwen als Anführer spielt, wenn es offensichtlich kein Enthüllungsdeck ist, was er unbedingt in seinem Deck enthüllen will. Das ist jetzt gerade die große Frage. Na? Ich überlege auch, ob es vielleicht lohnt, die Hexendoktoren sich ein bisschen besser aufzuheben und die Hexendoktoren ein bisschen besser zu nutzen. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch eine Cantarella spielen, weil von den Punkten her macht Cantarella sogar ganz gut Punkte. Ich habe zwar leider meine Rainfarn nicht, das ist aber auch nicht wirklich schlimm. Okay, enthüllt. Das ist nicht wirklich schlimm, dann will ich jetzt meinen Hexendoktor spielen. Holen wir noch einen Emissär wieder. Will ich einen Infiltrator spielen? Ich glaube, ich würde sogar jetzt einen Infiltrator ganz gerne spielen, diese Runde noch. Mach den mal an. Jetzt kann ich wieder ein bisschen schießen. Ich schieße mal wieder einen Emissär weg. Den weg. Und die Emissärs will ich jetzt nicht weiter anfassen. Wir haben ja... Ja. Also... Von den Punkten her sieht es relativ gut aus. 5 Spione. Ich habe noch meine Brigade im Deck. Ich würde halt versuchen, Rainfarn ein bisschen zu buffen. Da ist ein Geralt Igni. Das ist nicht wirklich schlimm. Ich spiele mal die nächste Brigade erst. Die bringt es von den Punkten her. Reicht es locker aus. Jetzt habe ich nur das Problem, aber er wird keinen normalen Brand spielen, nehme ich an. So, ich kann mir nochmal einen Emissär wiederbeleben. Gepunkte. Will ich den Sechser aus dem Deck raus haben? Ich glaube, ich nehme sogar seinen Sechser Golem mal. Das ist es halt, ne? Also der Golem bringt mir jetzt nicht wirklich viele Punkte. Aber ich will ihn aus dem Deck raus haben, bevor ich jetzt irgendwas Schlechteres nachziehe. Okay.
Ich habe keine Hexendoktoren mehr. Ich kann jetzt irgendwas Zufälliges nachziehen. Ich werde es aber mal machen, um Plötze auch aus dem Deck rauszukriegen. Ich ziehe natürlich eine Plötze nach. Ich kann Rainfahren ausspielen, würde ich mir aber aufheben. Würde ich vom 13er Spion her hinkriegen. Eigentlich ja, oder? Ach, wobei, ich gebe ihm Infiltrator. If not by strength, then by stealth. Ah, das war jetzt echt blöd, dass wir genau Plötze nachgezogen haben. Warum musste es Plötze sein? Es hätte jede Karte sein können. Okay, gebe ich nochmal einen 13er Spion. Menno wäre jetzt natürlich relativ gut, aber eine Brigade wäre auch gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, die Karte, die ich jetzt nicht ziehe... Ja. Die Brigade würde einfach nur noch eine Brandreichweite kommen. Menno würde jetzt 13 Punkte machen. Ich nehme mal Menno. Die Brigade bringt mir vielleicht noch in der kürzeren Runde was. Ich kann auch was anschießen. Ist egal, ich muss jetzt nicht wirklich weghauen. Da ist noch natürlich eine Sklaveninfanterie. Dann benutze ich jetzt nochmal Menno. 13 Punkte. Ich weiß nicht, ob eine Mauer da noch was bringen würde. Ich will Rainfahren ungern ausspielen. Er hat noch eine Mauer. Ah, ich muss Rainfahren ausspielen, wenn ich die Runde haben will. Egal, mache ich. Iris ist vielleicht auf einer kurzen Runde noch relativ gut, solange ich meinen Nauzika im Deck behalte. Klaue ich mir noch was. Sklaveninfanterie werde ich mir klauen. Das reicht von den Punkten her aus. Okay. Ja, die letzte Karte, die wir auf der Hand haben, ist Plötze. Das ist und Steffen. Ich würde... es ist halt so doof, ne? Ich müsste jetzt eigentlich Iris ziehen und die Nauzika. Dann wäre Plötze aber tot. Steffen gezogen. Steffen ist auch relativ in Ordnung. Und die Nau... Wow, ich habe die perfekte Hand gezogen gerade. Ja. Spiel noch eine Karte aus. Er hat aufgegeben. Wir hätten mit Steffen Roach buffen können, hätten den gleichzeitig so aus dem Deck rausbekommen und hätten für den Endfinisher noch Iris gehabt. Das wäre relativ gut gewesen. Ich bin überrascht. Aber ich fand sein Deck auch komisch. Es waren Soldaten mit Enthüllung als Anführer, also... Weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ist aber auch egal. Das war's mit der ersten Runde. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder in der zweiten Runde. Mal gucken, was ich dann spiele. Patience is not a virtue I am known to have. Men of Kedwin, attack! Okay, wir spielen gegen M hier und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es nicht ein Spion-Deck sein wird. Was will ich nicht haben? Balliste will ich mal eine ablegen, Reinforced will ich eine ablegen. Oh, das ist keine gute Starthand, das ist wirklich keine so gute Starthand. Ja, es ist ein Handbuff-Deck. Und das kann tatsächlich zu einem Problem werden. Wobei, ich habe einen Brand. Auf der Hand. Ich habe einen Brand auf der Hand. Wenn ich es in der Endrunde hinkriege mit Ballisten, dann müsste das eigentlich passen. Muss ich gucken. Jetzt wird es nur sehr schwer aufzuholen bei dem, was er jetzt macht. Ja, das ist halt schon ein Problem. Das ist halt schon ein echtes Problem. Er würde jetzt jede Karte ausspielen mit 20 Punkten. Versuchen wir immer mal so ein bisschen ausdünnen zu lassen. Wobei eine lange Runde wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich es auf eine lange Runde angehen lassen würde. Ich würde es nicht hinkriegen. Ich nehme trotzdem mal die verstärkte Balliste. Der kann sich nämlich nicht gegenseitig hochbuffen. Und dann schieße ich nochmal Vesemir runter. Für einen Rambok. Und er wird natürlich den hochbuffen. Ja, das heißt, er wird jetzt mit jeder Karte, die er ausspielt, nochmal zwei Punkte mehr kriegen. Ist egal, ich habe mein Rambok-Ziel. Den Rambok muss ich halt jetzt so gut nutzen, wie ich es kann. Den will er hochbuffen. Ich kann jetzt natürlich die verstärkten Ballisten rausholen. Aber ich glaube, ich werde erstmal noch einen... Sergeant ausspielen. Jetzt haben wir halt eine sehr hohe Anzahl an Crewmitgliedern auf dem Feld.
Ja, ich weiß, der Kater meckert gerade. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall seinen Zehner nächste Runde weg. Ich frage es, ob er was zum Aufdecken hat für seine Handkarte, ne? Will ich Helden Sild in der ersten Runde ausspielen? Eigentlich ja. Ich müsste gucken, dass ich es mit einer Balliste hinkriege irgendwie. Kira hat mir jetzt nicht so den größten Nutzen in diesem Matchup. Die Starthand war auch nicht wirklich die stärkste. Doch. Da hat er noch was zum Aufdecken. Und der Buff wieder hoch. Egal. Wird dann Gerald Igni spielen? Eigentlich nicht. Gerald Igni hat in diesem Deck keinen Platz. Also von daher kann ich es auch riskieren. Mit den Qs. Da müsste passen. Was will ich noch nachziehen? Ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Scorch ganz gerne nachziehen. Ich überlege auch jetzt, ob es gut ist, ihn erstmal so ein bisschen rauszulocken. Ich will auf jeden Fall noch Henselt spielen. Runenstein, das könnte interessant werden. Den Runen... Ach so, wegen... Damit Wesemir keine tote Karte wird. Ja, haha. Naja, er wird, glaube ich, durch den Runenstein nichts wirklich Tolles rauskriegen. Höchstens... Weiß nicht. Wanne. Ja. Wir sind durch die Rüstung geschützt, da ist das in Ordnung. So, dann spiele ich meinen Henselt aus. Will ich sogar lieber die Ramböcke rausholen. Bringen die mir effektiv mehr Punkte? Die werden in den späteren Runden auf jeden Fall nicht mehr so gut sein. Das heißt, ich denke, ich werde ihm lieber die Ramböcke rausholen. Dann kann ich ihn hier anschießen. Zack. Nochmal 4 Punkte. Ich muss ja meine Qs nicht wegmachen. Das hat sogar gereicht. Okay. Er hat anscheinend nicht so die stärksten Optionen, seine Hand jetzt hochzubuffen. Jetzt kommt... Oh, kommt eine Triss raus. Triss wäre jetzt was Feines. Ist es eine Triss. Und ein Schild nochmal. Dadurch, dass wir halt als Zweiter gezogen haben, haben wir auch einen kleinen Vorteil. Die Balliste würde mir jetzt nicht wirklich viele Punkte bringen. Ich glaube sogar, ich würde noch eine Kira opfern. Ja, opfern wir noch eine Kira. Wenn er passt, spiele ich eine Balliste aus. Wenn er nicht passt, gebe ich ihm jetzt gleich einen Taler. Aber wir haben auch für die nächste Runde nichts mehr wirklich Tolles, ne? Okay. Oh, er spielt sogar mit mehreren Alchemiekarten. Das ist interessant. Gebe ich ihm einen Taler? Eine Einheit, die ich rufen will, oder einen Schreier? Ich würde fast sagen... Eine Einheit, die ich rufen will, weil ich dann mich noch ein bisschen mehr ausdünne. Kriege ich es hin, mit zwei Karten aufzuholen? Das ist jetzt die große Frage. Ich kann meine verstärkte Balliste nochmal auslösen. Die würde dann insgesamt 6 Schaden machen. Plus 2, 8. Plus nochmal 2. Wird knapp. Ich denke eher nicht. Selbst wenn ich die Balliste relativ gut nutzen kann. Oder? Siege Master 6. 12. 14. 12 Punkte müsste ich dann aber mit einer Balliste hinkriegen, wenn ich mich nicht irre. Ich gewinne jetzt lieber die erste Runde. Dam. Müsste das? Das müsste doch reichen, oder? Ich habe doch noch eine frische Kuh. Thanks. Ja. Okay. Ich brauche meinen Brand. Das ist jetzt das Wichtigste. Ich brauche meinen Brand. Das heißt, er muss nächste Runde spielen. Er muss dann nochmal anfangen. Siege brauche ich nicht. Selkirk kann okay sein. Aber auch nicht so wirklich gut. Shani ist auch noch in Ordnung. Ich brauche Scorch. Ohne einen zweiten Scorch sieht es richtig dunkel aus bei mir. Ich denke nicht, dass er meinen Borg wegmachen kann. Dafür fehlen ihm die Möglichkeiten. Ein Peter. Seine Hand ist auch nicht wirklich optimal gerade für die Endrunde. Egal, was so Starkes nachzieht. Peter könnte ich wegmachen. Borg könnte ich nutzen für einen Brand. Siege will ich nicht haben. Und noch eine versteckte Balliste gezogen. Ja. Nicht den zweiten Brand. Es kommt drauf an, was er gezogen hat.
21 Punkte. Thanks. Wrong. Another mistake. Ich schieße ihn mal an. For me, Bilberry's honor. Das ist in Ordnung. Wenn er jetzt noch einen Spotter hat. Er hat noch einen Spotter. Das ist ein Spotter. Das ist in Ordnung. Thanks. So. Das heißt, ich kriege seine Karten auf 18 Punkte, oder? Ich müsste die auf 18 Punkte kriegen. Order will triumph. It must triumph. Wrong. Another mistake. Sure. Be glad to. 21, 19 oder ich krieg ihn auf 19, das ist auch. Dann habe ich ja halt zwei 19er. I'm an officer and a gentleman. Ja. Jetzt kann er mit Peter noch eine Karte hochbuffen. Der resettet sie, glaube ich, nicht, sondern heilt sie nur. Das heißt, Peter verhindert einen Brand. Was natürlich relativ doof ist. Vielleicht hätte ich das eine Runde später ausspielen sollen. Peter wird eine von denen hochbuffen. Aber er nimmt ihm auch die Punkte dadurch. Das heißt, ich habe gewonnen. Okay. Der Reset nur von der Alraunwurzel bleibt nämlich die Karte so erhalten. Okay. Das war... Okay. Ich möchte fast sagen, okay. Ich weiß, ich war... Irgendwie sind die Matchups diese Season so komisch, ne? Also das Deck war halt auch wieder, ich meine, ja, er will, dass Wesemir keine tote Karte ist, aber mit drei Alchemie-Karten spielen in einem Handbuff-Deck. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht tun, ganz ehrlich. Na gut, das war's mit der Folge Grand Ranked. Heute etwas komische Folge. Ich war vielleicht auch ein bisschen stumm, weil ich oftmals verdutzt war und weil ich gerade ziemlich kaputt ging, aber passiert. Heute Abend um 20 Uhr wird es wieder einen Livestream auf Twitch geben, für alle, die zugucken wollen. Wir werden heute wieder wahrscheinlich ein paar Runden Gwent spielen, auch wenn es gestern schon wieder ein paar Runden Gwent gab. Aber ja, passiert. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich ganz gerne wissen, auch was ich besser machen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder morgen mit einer neuen Deckschmiede-Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.